Yes. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wir freuen uns heute, in einer neuen Räumlichkeit oder in einer renovierten Räumlichkeit reinzukommen. Allahumma barik, ihr habt wirklich etwas auf die Beine gestellt. Alhamdulillah. Ein Dank an alle, die mitgewirkt haben, möge Allah azza wa jal auch unseren Iman erneuern, auf dass wir niemals einen verblassten Iman, einen schwachen Iman bekommen, mit dem wir zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Liebe Geschwister, ich freue mich sehr und möchte mich nochmal für das letzte Mal entschuldigen, wo wir leider nicht kommen konnten. Allah weiß, dass wir uns auf den Weg zu euch gemacht haben, aber subhanallah, wenn Allah die Wege sperrt, wer kann sie dann öffnen? Und wir haben es leider nicht geschafft, weil die Autobahn sehr, sehr voll war und wir wollten euch nicht unnötig warten lassen. Deswegen haben wir den Vortrag dann abgesagt. Aber umso erfreuter sind wir heute, dass wir euch wiederfinden. Alhamdulillah, wir Rabbil Alameen. Auch mit Palästina, schade. Bei uns ist nicht verboten. Bei uns könnt ihr diese Scheiß tragen. Kein Problem. Wegen in der Tat. Natürlich, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass man auch manchmal über aktuelle Themen spricht. Und unsere Herzen brennen alle. Und wir sind natürlich emotionsgeladen. Das ist ganz normal. Das hat damit zu tun, dass man erstmal eine Religion hat gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und welche Religion ist barmherziger als die Religion des Islam? So, alhamdulillahi rabbil alameen. Hört nur diese Überlieferung zuvor. Aber ihr müsst mir eins versprechen, wenn ihr den Namen Mohammed hört, sagt ihr, als ob es das schönste Salawat ist, was ich heute von euch höre. MashaAllah, tabarak rahman. Eines Tages gab es eine Frau, sie hat ihr Kind verloren. Und als sie es wiedergefunden hat, ein Kleinkind, ein Stillkind, so hat sie es an ihre Brust gedrückt und sie wollte es stillen. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Angelegenheit als ein Dars, als ein Unterricht, eine Lehre genutzt und er sagte zu ihnen, zu den Sahaba radiallahu anhum, أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَالِحَةَ وَلَدَهَا فِي النَّارِ. Glaubt einer von euch, dass diese Frau, die so sehr ihr Kind gedrückt hat, die ihr Kind liebt und es eine Weile vermisst hat, und jetzt endlich wiedergefunden hat, glaubt ihr tatsächlich, dass diese Frau ihr Kind einfach so ins Feuer werfen würde? Sie sagten, die Sahaba, kunna la. Sie sagten, nein, auf keinen Fall wird sie ihr Kind in das Feuer hereinwerfen. Dann sagte er, alayhi salatu wassalam, er sagte, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Allah ist noch barmherziger zu seinen Dienern als diese Frau zu ihrem Kind. Allahu Akbar. Allah ist noch barmherziger zu seinen Dienern als diese Frau zu ihrem Kind. Was denkt ihr, was für eine gewaltige Barmherzigkeit diese Frau, diese Mutter gegenüber ihrem Kind hat? Allah ist noch barmherziger. Warum sage ich euch das? Warum fange ich mit so einem Hadith an? Bis einer der Salaf sogar gesagt hat, Wallahi, wenn ihr die Wahl gestellt werden würde, wer mich abrechnen soll, Yawmul Qiyamah, Allah oder meine Mutter und mein Vater, so würde ich mich für Allah entscheiden, weil ich weiß, er ist noch barmherziger zu mir als meine Eltern. Er ist noch barmherziger zu mir als meine Eltern. Nochmals die Frage, warum fange ich damit an?
Liebe Geschwister, und erstmal, wir lieben euch vor Allah Azza wa Jal. Möge Allah Azza wa Jal uns unter seiner Liebe vereinen. Und dann wollen wir euch eins sagen. Wallahi, es schmerzt uns, es schmerzt uns, es schmerzt uns, wenn Muslime zu uns kommen und an diesem Tag zahlreich, die sagen, ja, warum tut Allah das mit uns? Sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Das bedeutet, dass wir wenig kennen. Allah Azza wa Jal, wir kennen ihn nicht. Was haben die Palästinenser schon gemacht, dass Allah sie bestraft? Subhanallah, wer hat dir gesagt, Allah bestraft? Ja, was ist das sonst, was ich im Fernsehen sehe? Ich sehe, dass kleine Kinder, dass Mütter abgeschlachtet werden. Ich sehe, dass die Männer, die unschuldig sind, zu bombardiert werden, bis sich nichts mehr bewegt auf dieser Erde, auf dieser heiligen Erde. Was soll das anderes sein als Strafe? Ghalat. Ghalat, ya achi. Fürchte Allah Azza wa Jal und lerne erstmal Allah Azza wa Jal kennen. Erst dann kannst du vielleicht urteilen, was diese Angelegenheit wirklich bedeutet. Und wir wollen darüber reden, liebe Geschwister, dass wir auch Allah Azza wa Jal verstehen lernen. Warum macht Allah Azza wa Jal bestimmte Sachen? Warum gibt es Dinge, die uns zum Platzen bringen, während sie bei Allah Azza wa Jal eine außerordentliche Gnade sind, eine Rahma, eine Barmherzigkeit? Und denke nicht, dass unsere Geschwister in Palästina, die jetzt zu bombardiert werden, wo ihre Häuser, eure Moscheen, wo ihre Häuser und ihre Moscheen zu bombardiert werden und wo sie leichenweise liegen auf der Erde, glaube nicht das, was du mit deinen eigenen Augen siehst. Was meine ich damit? Ein jeder wird sich sagen, Subhanallah, was für ein grausamer Tod. An diese gewaltigen Märtyrer, die gestorben sind, was für ein gewaltsamer Tod. Was können diese ärmsten Leute dafür? Sie waren in ihren Häusern, auf einmal fällt eine tonnenschwere Bombe. Und ihr kennt diese Verbrecher dieser Welt, die bei Allah nichts dazugelernt haben aus der Geschichte. Sie kommen immer mit dem Holocaust von damals. Das war ein übles Verbrechen, was die Deutschen mit ihnen gemacht haben. Allen voran Hitler. Aber anstatt zu lernen aus der Geschichte, machen sie dasselbe jetzt mit einem anderen Fall. Was haben sie gelernt aus der Geschichte? Gar nichts haben sie gelernt. Wallahi, sie machen dasselbe. Und wo ist der Unterschied? Wie viele Leute sind gestorben? Wie viele Leute, wie viele Frauen sind verwitwet? Wie viele Kinder wissen nicht mehr, ob sie überhaupt jemals wieder in Obhut kommen oder nicht? Ist das kein Terror? Bei Allah, das ist Terror. Wenn das kein Terror ist, dann verstehen wir alle die Welt nicht mehr. Aber ich will euch nur sagen, diese Leute, die ihr seht jetzt auf der Straße, die getötet wurden von diesem Regime, was sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam über sie? In einer Überlieferung bei Ibn Majah sagte er, مَا يَجِدُ شَهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مَسَّ الْقَتْلِ. Dieser, der als Märtyrer gestorben ist, er hat nichts weiter an Schmerzen erlitten, außer wie wenn jemand von euch von einer Mücke gestochen wird. Subhanallah, Subhanallah. Du siehst, ein Körperteil ist links und ein anderes Körperteil ist rechts. Vielleicht ist er sogar enthauptet oder sonstiges. Es sieht für dich gewaltig aus. Aber was hat er nur erlitten bei Allah Azza wa Jal? Einen Mückenstich. Das ist alles. Abu Bara und die ärmsten Kinder. Gut, jetzt wissen wir, der Shahid, er wird seine Belohnung bekommen. Und er wird gewaltig belohnt werden von Allah Azza wa Jal. Aber was ist mit den kleinen Kindern, die jetzt ihre Eltern verloren haben? Und sie werden diese Sache niemals wieder in ihrem Leben vergessen. Auch dafür haben wir wunderschöne Hadithe. Höre diese Überlieferung, die bei Imam Ahmad überliefert wurde, liebe Geschwister. So sagte der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatu awlad lam yablughu al-hintha illa adakhalahumullah wa iyyahum bifadli rahmatihi al-jannah. Wenn ein Mann und eine Frau, die verheiratet sind,
wenn sie drei Kinder verlieren, die noch nicht das Pubertätsalter erreicht haben, so wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Kinder, die gestorben sind vor ihrer Pubertät, Allah wird sie mit seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit in das Paradies eingehen lassen. Dann sagen diese Kinder, die niemals ihre Eltern vergessen haben, sie sagen dann zu Allah Azza wa Jal, فَيَقُولُونَ Allah Azza wa Jal sagt, أُدُخُلُوا الْجَنَّةِ So geht in das Paradies herein zu den Kindern. Dann werden sie sagen, diese Kinder, حَتَّى يَجِئَ أَبَوَانَا Nein, bis unsere Eltern auch mit uns hereingehen in das Paradies. Dann sagt Allah Azza wa Jal zu ihnen, فَيَقُولُ لَهُمْ أُدُخُلُوا الْجَنَّةِ أَنْتُمْ وَأَبَوَاكُمْ Geht in das Paradies herein, ihr und eure Eltern. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Das bedeutet, vielleicht hätten ihre Eltern es nicht ins Paradies geschafft. Aber weil sie diesen Schicksalsschlag erfahren haben in der Dunya, so haben sie ihre Kinder verloren, aber diese Kinder werden Yawmul Qiyamah für sie ein Weg sein, sie, die Eltern, in das Paradies mit einzubringen. Und das müssen wir verstehen. Wir müssen Allah Azza wa Jalla kennenlernen. Liebe Geschwister, es gibt Kinder. Im Kindesalter sind sie süß. Aber wenn sie älter werden, dann werden sie ein Schrecken für die Eltern sein. Das verstehen wir nicht. Es gibt Kinder, die sind süß. Sie krabbeln auf der Erde. Du möchtest ihn am liebsten in den Arm nehmen. Aber wenn er erwachsen ist, vergewaltigt er Kinder. Wenn er erwachsen ist, tötet er Menschen, unschuldige Seelen. Allah weiß Dinge, die wir nicht wissen. Und daher wird Allah Azza wa Jal für uns Muslime, für die Gläubigen, immer die beste Situation herbeiführen. Ob du es verstehst oder nicht. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Vielleicht hasst ihr eine Sache, aber sie ist gut für euch. Und vielleicht liebt ihr eine Sache, sie ist aber schlecht für euch. Jetzt beweist Allah uns, dass wir alle unwissend sind. Allah weiß, während ihr nicht wisst. Allah weiß, während ihr nicht wisst. Und dieses müssen wir jetzt erlernen an dem heutigen Tage, bi'idhnillah ta'ala. In dieser geehrten Moschee. Und ich bitte Allah Azza wa Jal, dass er die Moscheegemeinschaft hier segnet und dass er jeden Einzelnen in das Paradies ohne vorherige Abrechnung eingehen lässt. Allahumma amin. Dieser Tag, an diesem Tag werden wir studieren, warum prüft uns Allah Azza wa Jal. So wichtig dieses Thema heutzutage, weil viele der vorigen Muslime den Islam durch diese Themen verlassen haben. Weil sie nicht die Vorherbestimmung Allahs Azza wa Jal kennengelernt haben, liebe Geschwister. Das Erste, was man sagen muss, warum Allah Azza wa Jal subhanahu uns prüft, ist, er möchte sehen, ob wir wahrhaftig oder Lügner sind. Allah Azza wa Jal sagt, أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ الف لام ميم Glauben die Menschen, dass wenn sie nur sagen, wir glauben. Wir haben alle gesagt, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ Wir haben unseren Glauben bekundet. Was jetzt? Was weiter, ja Allah? Ist die Sache hier beendet? Nein, sie fängt erst gerade an. Und das ist das Problem. Manche Leute denken, mit der Shahada haben sie alles erreicht. Mit der Shahada fängt jetzt erst eine Prüfung an. Alif Lamin glauben die Menschen, dass wenn sie nur sagen, und sie glauben falsch, dass wenn sie nur sagen, wir glauben, dass wir sie in Ruhe lassen. Wir haben doch diejenigen, die vor ihnen waren, geprüft. So hat Allah Azza wa Jalla gesehen, wer die Wahrhaftigen und wer die Lügner sind. Allah wird uns so prüfen, wie diejenigen, die vor uns waren. Warum? Damit er sieht, wer wahrhaftig ist. Und damit er sieht, wer ein Lügner ist. Denn wie viele Leute behaupten, dass sie gläubig sind. Und du siehst sie. Er sagt dir, ja, ana Muslim.
und er lässt das die ganze Welt hören. Aber wenn Allah ihn prüft mit einer Sache, die dieser Muslim nicht mag, dann siehst du ihn, wie er auf seinen Fersen umkehrt, Richtung Kufr wa liyadu billah. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Allah Azza wa Jal sagt, wallahi, diese Wörter müssen wir uns merken. Denn vielleicht gehören viele von uns zu dieser Ayah und er merkt es nicht einmal. Allah Azza wa Jal sagt, und unter den Menschen gibt es manche. Sie dienen Allah nur am Rand. Schau mal, wenn man hier den Rand berührt, dann kommt nur noch ein Schritt. Der nächste Schritt ist, du fällst herunter und du fällst sehr tief. Unter den Menschen gibt es manche, sie dienen Allah nur am Rande. Jetzt erklärt Allah uns, warum. Und das Beste ist, dass der Koran den Koran erklärt. Das ist die sicherste Quelle, liebe Geschwister. So sagt Allah Azza wa Jal, wenn sie, solange es ihnen gut geht, sind sie zufrieden damit. Wie gesagt, er kommt raus und sagt, bring mir einen Mu'min, einen Gläubigen, der stärker im Glauben ist als ich. Solange es ihm gut geht, er hat zu trinken, er hat zu essen, er ist gesund, er verliert nicht sein Geld, er verliert nicht seine Heimat. Solange es ihm gut geht, sagt er, das ist eine großartige Religion. Hada dinun salih. Was für eine gewaltige Religion, sagt er. Aber jetzt sagt Allah Azza wa Jal, wa in asabathu fitnah, in qalaba ala wajhi. Wenn er aber geprüft wird, mit einer gewaltigen Prüfung, dann kehrt er auf seinen Fersen um, er läuft Richtung Kufr, khasira dunya wal akhira. Er verliert die Dunya und die Akhira. Das ist der größte Verlust, sagt Allah Azza wa Jal. Ich möchte mit euch zusammenarbeiten, wie ich gesagt. Als Allah gesagt hat, und wenn ihn eine Fitna trifft, welche Fitna? Welche Fitna könnte eine Person treffen, so dass er seinen Weg dass er in seinen Weg umkehrt, dass er den Weg der Gläubigen verlässt und er geht in Richtung Kufr, in Richtung Unglauben. Welche Fitna könnte das sein? Bitte schön, der Mann im Glauben. Krankheit, sehr gut. Es gibt Leute, sie werden geprüft mit einer gewaltigen Krankheit. Und diese Krankheit ist schmerzvoll. Und nicht nur das, sie dauert an. Obwohl der Diener vielleicht sehr viel Dua gemacht hat, sie geht nicht weg und vielleicht bekommt er noch andere Krankheiten zusätzlich. Und so passiert es bei manchen, die keine Geduld mehr haben, dass sie sagen, was soll diese Religion? Ich habe nur einen Schaden durch diese Religion bekommen. Also verlässt er den Weg. Weiter. Krankheit haben wir genannt. Na. Bitte? Freunde. Armut, sehr gut. Solange er Masari, Para, Aradib hat, er ist zufrieden. Und er geht raus und er weiß, seine Taschen sind voll. Aber wenn er Armut verspüren muss, wallahi, dann siehst du ihn, wie er seinen Weg umdreht, wie er seinen Weg umkehrt. Und ich möchte, liebe Geschwister, dass wir von Ahlul Ghazza, dass wir von ihnen lernen. Sie sind arm. Sie verlieren ständig ihre Kinder. Ist ja nicht der erste Krieg. Seid ihr im Bilde? Ist nicht der erste Krieg, oder? Also du kannst die Uhrzeit einstellen. Mindestens zweimal im Jahr gibt es einen größeren Krieg und dazwischen immer Konflikt. Und im Ramadan provozieren die Zionisten, die Muslime ständig in der Al-Aqsa-Moschee. Wie ihr wisst, ihr Geschwister. Und trotzdem, was lernen wir von Ahlul Ghazza? Sie sind arm. Sie werden gedemütigt, erniedrigt und trotzdem, subhanallah, so lieben sie Allah und du siehst niemals, dass ihre Liebe zu Allah Azza wa Jalla schwindet. Wallahi, das ist ein Dars für uns. Das ist eine Lehre für uns. Denn unter uns gibt es Leute, er liebt Allah nur, solange er einen Nutzen hat. Das heißt, solange er Geld hat, solange er zu essen, zu trinken hat, solange es ihm gut geht,
ist er zufrieden mit Allah. Aber wenn Allah Subhana ihn prüft mit einer Prüfung, die dieser Diener nicht mag, dann siehst du, dass seine Liebe zu Allah verschwindet. Und die Liebe zu Allah darf niemals verringert werden, auch wenn du die höchste und gewaltigste Prüfung hast. Nein. Allah wird immer vollständig geliebt. Ganz gleich, ob er uns mit etwas prüft oder nicht. Denn wir haben gesagt, diese Prüfung ist das Beste, was uns passiert hat. Wallahi al-Azim. Und ihr hört vielleicht Worte, die euch etwas erstaunen. Das Beste, was uns passieren kann, ist das, was Allah azza wa jalla in unserem Leben bestimmt. Deswegen sagen die Gelehrten in Nujawzi allen voran, er sagt, das Geheimnis der Glückseligkeit ist, dass du mit dem zufrieden bist, was Allah für dich bestimmt hat. Ein Satz, er hat dir die ganze Glückseligkeit erklärt. Wenn die Sache passiert ist, ist sie passiert. Wenn du arm bist, bist du arm. Du versuchst, Rizq zu bekommen, Versorgung zu bekommen, aber wenn das nicht klappt, dann bist du eben arm. Und wenn du eine Krankheit hast, dann hast du eben eine Krankheit. Du nimmst Medikamente. Aber wenn das so sein soll, dann ist das so. Wir versuchen natürlich, die Sache zu bereinigen. Aber wenn das so ist, dann ist das so. Und dann ist ein Muslim damit zufrieden. Und er, wal'iyadu billah, verringert nicht seine Liebe zu Allah azza wa jalla. Subhanahu wa ta'ala. Yusuf alayhi salatu wa salam, als diese wunderschöne Frau von Aziz, von dem Staatsoberhaupt, als sie ihn verführt hat, den Propheten Yusuf, sie wollte die abscheuliche Sinne mit ihm begehen. Und Yusuf alayhi salatu wa salam war ein Prophet und er war Generationen von Propheten. Das heißt, er war nicht die erste Generation von Propheten. Vor ihm waren drei Generationen von Propheten. Was für eine Ehrung für Yusuf alayhi salatu wa salam. Sie kommt zu ihm und zwingt ihn dazu, die Sinne mit ihr zu machen. Und subhanallah, er lässt davon ab. Und dann sagt er, وَإِنْ لَمْ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ. Wenn du nicht, ja Allah, subhanahu wa ta'ala, diese Fitna, diesen Plan von diesen Leuten, von diesen Frauen, von mir nimmst, أَصْرُ إِلَيْهِمْ, dann werde ich mich ihnen zugeneigt fühlen. وَأَكُمْ مِنَ الْجَهْلِينَ, und ich werde einer der Unwissenden sein. Was ist passiert? Yusuf musste zugeben, dass er derjenige war, der die Frau verführt. Er hätte auch sagen können, dieses und jenes, und er hätte alles tun können. Dann sagte er, Rabbi, as-sijnu ahabbu ilay, mimma yad'unani ilay. O mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu sie mich aufrufen. Subhanallah. Und es wird gesagt, dass er 3 bis 7 Jahre im Gefängnis war. Wegen einer Sache, für die er nichts konnte. Er wurde unschuldig in dieses Gefängnis hereingeworfen. Und hier seht ihr, dass selbst die besten Diener Allahs, Azza wa Jal, mit Sachen geprüft werden, die hässlich sind. Ein Gläubiger, ein Rechtschaffener akzeptiert das niemals für sich, dass er der Sinner beschuldigt wird. Aber sogar die Propheten wurden der Sinner beschuldigt. Und daher, liebe Geschwister, als Yusuf alayhi salatu wassalam die Angelegenheit so hingenommen hat, wie sie auch von Allah bestimmt wurde, hat Allah sein Gefängnis zum Paradies gemacht. Was heißt, hat Allah sein Gefängnis zum Paradies gemacht? Allah Azza wa Jalla hat ihm die Glückseligkeit gegeben. Was heißt das? Wallahi, du siehst Leute, die leben in einem Schloss und haben ein enges Leben. Richtig? Er hat alles in seiner Wohnung. Der braucht sich gar nicht zu bewegen. Ein Roboter bringt ihm alles. Da ist der Fernseher, da ist dieses, da ist jenes. Er hat ein ganzes Schloss. Stimmt, aber er ist nicht glücklich. Und dann siehst du manchmal eine Person, die leben mit 7, 8, 9 Leuten in einem Zimmer und sind glücklich. Das ist eine Sache, die Allah nicht jedem gegeben hat. Und daher, das, was wir sehen nach außen, ist nicht immer das, was Allah auch tatsächlich in diese Sache hereingelegt hat. Allah, als er uns gesagt hat, unter den Leuten gibt es manche, wenn sie eine Fitna trifft, dann siehst du ihren Glauben. Du brauchst mir nicht zu kommen und sagen, ich bin der Gläubigste. Wann sehen wir, ob eine Person gläubig ist? In der Zeit der Prüfung kommt heraus, ob du gläubig bist oder nicht. Solange das nicht gewesen ist, brauchst du gar nicht darüber nachzudenken, dass du gläubig bist. Jeder,
kann diese Region bestehen, wenn er auch nicht von irgendjemandem attackiert wird, wenn er auch nicht von jemandem angefeindet wird. Aber wer besteht diese Prüfung? Es bestehen sie nur diejenigen, die auch wissen, dass Allah subhanahu ihr Herz für die Schwester. Das heißt, der erste Punkt ist, Allah, und das ist die Weisheit hinter der Prüfung, Allah möchte sehen, ob wir wahrhaftige oder Lügner sind. Zweiter Punkt, schau mal, wenn Allah dich prüft, mit Krankheit, mit Armut, mit diesem oder jenem, Allah löscht dir die Sünden, ohne dass du einmal sagst, ja, Allah vergib mir. Allah löscht automatisch mit diesen Schicksalsschlägen die Sünden. Subhanallah. Was für ein barmherziger Herr, Allah Azza wa Jalla. Und wir sind doch Sünder. Seien wir doch mal ehrlich. Jakob, ich frage euch, wallahi, Hand aufs Herz. Ist es nicht so, dass wir selber zu uns sagen, eigentlich verdienen wir eher die Hölle als das Paradies? Weil wir kennen unsere Taten am besten. Natürlich, wir kommen unter den Geschwistern, der Bruder sagt dir, MashaAllah, ya Akhi, was für eine Taqwa, Allahu Akbar. Er weiß nicht, dass du gestern den schmutzigen Film gesehen hast. Er weiß nicht, als du gestern Baf Didi gehört hast, was du gemacht hast. Er weiß das nicht. Er weiß nicht, dass du mit Steffi gechattet hast. Er weiß das alles nicht. Deswegen sagt er dir, MashaAllah. Ja, komm, bitte, warte. Ich habe euch doch gesagt, füll mich, lösch das bitte. Sag mal, Barakallahu, bitte nicht übertreiben. Ja? Soll ich euch noch mehr zeigen? Diese Kameras reichen mal. Niemand weiß, was du gemacht hast. Deswegen fallen sie auch auf dich herein. Auf mich fallen die Leute alle herein. Ihr denkt vielleicht, MashaAllah und Tabarak al-Rahman, aber ihr wisst nicht, dass Abu Bara der schlimmste aller Sünder ist. Muhammad ibn Wasi' rahimahullah ta'ala, einer der Tabi'in, er sagte, und er war einer der Gottesfürchtigsten, er sagte, wallahi, wenn die Sünden einen Geruch hätten, ihr würdet den Gestank neben mir nicht ausrenken. Wenn die Sünden einen Geruch hätten, ihr würdet den Gestank neben mir nicht ausrenken. Denke nicht, dass du was Besonderes bist. Denke nicht oder glaube nicht den Leuten, die draußen kommen und sagen, MashaAllah, das sind dieselben Leute, die dich glauben lassen, wenn du Kot in den Händen hast. Kot, A'udhu Billah, sie lassen dich reinbeißen, weil du denkst, das sind Datteln. So schön haben sie dir das Leben gemacht. Lass dich nicht von ihnen betrügen. Du weißt doch selber, wer du bist. Einer, A'udhu Billah, der ist der schlimmste Sünder. Dann kommt ein Bruder zu ihm und sagt ihm, MashaAllah, du bist wieder in der Moschee. Er sagt, ja, das ist eine Gnade, die ich bekommen habe. Er ist der schlimmste Sünder. Der war seit einem Monat nicht mehr in der Moschee. Deswegen, ja, Ikhwan, barmherzig soll Allah mit demjenigen sein, der sich selbst kennt. Stellt euch vor, und ich sage euch gleich etwas, was euch verwundern wird. Stellt euch vor, Allah würde alle Sünden, die wir im Geheimen machen, an unserer Tür aufschreiben lassen von Engeln. Stellt euch dieses Mal vor. Würden wir uns noch rausfahren? Würden wir uns noch rausfahren? Wenn wir zu Hause bleiben, du wirst uns nie draußen kriegen. Was, wenn der hört, was ich gerade gesehen habe? Das war so damals gewesen, sagt Abdullah ibn Mas'ud, im Volke von Bani Israel, hat Allah Azza wa Jal die Sünden derjenigen aufschreiben lassen, die Sünder waren, so konnten die Leute an den Häusern vorbeigehen und an der Tür lesen, was sie an Sünden gemacht haben. Stellt euch vor, aber Allah subhanahu hat das geändert. Jetzt, wir sind im stillen Kämmerlein, wir sind ganz ausgeschottet von der Außenwelt. Wir können machen, was wir wollen. Und jetzt gibt es zwei Dinge. Zwei Dinge. Einer nutzt diese Situation aus und du siehst, er schließt seine Tür ab, obwohl man sie nur zweimal abschließen kann, schließt er viermal ab. Und dann guckt er, was den Thron Allahs Azza wa Jalla zum Leben bringt. Das ist eine Gattung von Leuten. Der andere, er ist allein. Er könnte dasselbe machen wie der Erste. Was macht er? Er macht Dua. Er bittet Allah Azza wa Jalla. Und während dem Dua weint er.
Er hört den Koran, er weint. Er gedenkt Allahs, er weint. Und er hat dieselbe Möglichkeit, in diesem stillen Kämmerlein alles zu machen, alle Gesetze Allahs zu sprechen. Und der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, er sagte uns, es gibt zwei Augen, das Höllenfeuer wird sie nicht befallen. Zwei Augen, das Höllenfeuer wird sie nicht befallen. Und zwar sagt er, Aynun bakat min khashyati Allahi azza wa jalla. Ein Auge, welches aus Ehrfurcht vor Allah geweint hat, wann? Als diese Person alleine zu Hause war. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, das Höllenfeuer wird nicht deine großartigen Körperglieder befallen. Das ist die Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala. Daher, weil wir Sünder sind, schaut mal, was Allah azza wa jalla macht. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. Wenn Allah azza wa jalla für seinen Diener etwas Gutes vorgesehen hat, das heißt, Allah liebt diesen Diener, dann beschleunigt er ihm die Strafe in der Dunya. Subhanallah, wenn wir diesen Hadith lesen, wir sagen, dieser Diener wird bestraft. Warum? Was soll hier das Gute sein? Warum liebt Allah ihn? Wenn Allah einen Diener liebt, dann beschleunigt er ihm die Strafe in der Dunya. Warum? Weil Allah will ihn wo nicht bestrafen? Hä? Sagt es mir. In der Akhira. Weil die Strafe in der Akhira, inna adab al-dunya ahwan min adab al-akhira. Die Strafe in der Dunya ist viel, viel schwerer als die Strafe in der Dunya. Weisheit. Wallahi, sei froh. Wenn du eine Sünde gemacht hast, dann knallst du mit dem Kopf gegen den Bücherschrank und dein Kopf fängt an zu bluten und sagt, Alhamdulillah, Allahu a'lam, welcher Blick das war. Allahu a'lam, welches Raumschiff das war, was ich abgeschossen habe. Allahu a'lam, mit welchem Mädchen ich gestellt habe. Sag Alhamdulillah. Allah hat dich sofort dafür bestraft. Merkt ihr das? Manchmal machst du eine Sünde und sofort kommt die Strafe. Allahu akbar. Dann sage Allah, Alhamdulillah. Und danke Allah azza wa jalla, weil er will dich reinigen. Allah will dich reinigen, weil schau mal, was Allah mit jemandem macht, den er nicht liebt. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا أَمْسَكَ عَنْهُ بِذُنُوبِهِ حَتَّى يُوَافَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Wenn Allah einem Diener nicht liebt, möge Allah azza wa jalla seine Liebe schaffen. Allahumma amin. Wenn Allah einem Diener nicht liebt, Allah, ja, ich weiß nicht, wie oft ich das wiederholen soll. Der Mann an der Wand, der letzte Mann, bitte löscht das. Subhanallah. Macht mir doch nicht das Leben schwer. Bitte löscht das. Allah, ja, ich will. Wenn Allah ein Diener nicht liebt, dann belässt er ihn mit seinen Sünden, um ihn Yawm al-Qiyamah zu bestrafen. Komm hier nicht mit Abu Bara, schau mal, ich sündige, wie ich will, mir passiert nichts, du bist der Hadith. Weißt du, warum dir nichts passiert? Weil Allah dich nicht liebt. Und er möchte diese ganzen Sünden, weil du von morgens bis abends sündigst und nichts mit der Religion zu tun hast. Ich rede nicht über Leute, die ihre Religion praktizieren, Fehler begehen und bereuen. Ich rede über Leute, die wirklich weit von Allah entfernt sind. Aber alles läuft tipptopp in seinem Leben. Allah bestraft dich nicht in der Dunya. Sagt es mir, warum? Damit er ihn in der Akhira bestraft. Freue dich nicht, wenn du keine Strafe bekommst in der Dunya. Freue dich nicht, denn das ist wallahi kein Pluspunkt für dich, sondern das ist eine Strafe. Anders kann man es nicht nennen. Wenn alles gut läuft in deinem Leben, wir haben Leute, subhanallah, in unseren Ländern, er kommt zu einem Bruder und sagt zu ihm, schau mal, du betest und du fastest und du liest den Koran, aber schau mal dein Leben an, voller Prüfung, mir passiert nichts. Jahil. Der ist ein Jahil. Das ist genau der Jahil, den wir jederzeit haben. Warum lässt Allah azza wa jalla ihn so? Weil er ihn
noch härter in der Akhira bestrafen wird, liebe Geschwister. Der dritte Punkt der Weisheit, Allahu Akbar, und das ist jetzt der schönste Punkt. Allah prüft uns, obwohl wir regelmäßig für unsere Sünden bereuen, obwohl wir versuchen, unseren Pflichten nachzukommen, obwohl wir versuchen, uns auf beste Art und Weise anzustrengen, Allah prüft uns trotzdem an. Warum? Höre diese Überlieferung von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, der sagte, inna rajula latakunu lahu inda Allahi manzila, fama yabuha bi'amal, fama yazalu yagtalihi bima yakra, hatta yablugaha iya. Die Überlieferung ist bei Ibn. Allah azza wa jal, subhanahu, hat mit diesen Dienern was ganz Besonderes vor. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wenn Allah für eine Person eine Paradiesstufe vorgesehen hat, das heißt, Allah möchte dich nicht in irgendeiner Paradiesstufe. Wie viele Paradiesstufen haben wir? Wie viele haben wir? Es gibt Ikhtilaf unter den Bremer Gelehrten. Ach, seit wann haben wir acht Paradiesstufen? Sieben? Noch schlimmer. Nein. Leg noch einen drauf, na. 100 Paradiesstufen. Allahu Akbar. Wir haben 100 Paradiesstufen. Und zwischen den Paradiesstufen, sagt Ibn al-Qayyim, gibt es Ränke. Das heißt, nochmal Zwischenstufen. Von einer Zwischenstufe zur anderen ist der Unterschied wie zwischen Himmel und Erde. Allah, er möchte für dich eine bestimmte Paradiesstufe. Daraufhin, und Allah weiß es am besten, du würdest diese Paradiesstufe niemals durch deine bloßen Taten erreichen. Niemals. Selbst wenn du 1000 Mal am Tag beten würdest, wenn du 1000 Mal fasten würdest, wenn du 1000 Euro jeden Tag spendest, du würdest mit deinen Taten niemals diese Paradiesstufe erreichen. Wie erreichst du sie? Allah prüft dich mit Dingen, die du nicht magst, bis du diese Paradiesstufe erreichst. Weil Allah ist nicht zufrieden, außer dass er dich in diese Paradiesstufe reinbringt. Und so hat Allah Azza wa Jalla das Leben in der Ta'ala auch mit den Leuten in Palästin gemacht, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jalla, er hätte ihnen auch einen anderen Tod gewähren können. Dass sie vielleicht ganz normal im Todesbett sterben. Dass sie vielleicht auf dem Weg zur Arbeit sterben. Dass sie vielleicht einen Autounfall haben und so sterben. Aber nein, Allah prüft sie und prüft sie. Warum? Er möchte sie in den höchsten Paradiesgärten inshallah haben. Und deswegen siehst du, dass Allah nur akzeptiert für diese Leute, dass sie als Märtyrer sterben. Möge Allah azza wa jalla sie alle als Märtyrer annehmen. Amen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wir sind so unwissend gegenüber Allah. Wir denken, ja, warum Allah? Glaubst du, diese Person, der diese hohen Paradiesstufen erreicht, glaubst du, er wird sich beschweren im Paradies? Wie du das gerade machst. Niemals wird er sich beschweren, sondern er wird sich wünschen, noch härter geprüft worden zu sein. Warum? Damit er noch gewaltigere Stufen erreicht, liebe Geschwister. Der vierte Punkt, Allahu Akbar, was für ein Punkt. Die Prüfung vertreibt die Selbstbewunderung aus deiner Seele. Wie viele Leute, sie bewundern sich selber. Ich bin der und der. Ich bin der und der. Und ich kann das und das. Dieses liebt Allah nicht. Und Allah hat uns ein Beispiel geprägt im Koran mit den Sahaba radiallahu anhu. وَيَوْمَ حُنَيْن إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. Und am Tage von Hunayn, das war eine Schlacht. Diese Schlacht, liebe Geschwister, da musste der Prophet sallallahu alaihi wa sallam improvisieren. Das heißt, er konnte nichts Großartiges planen. Und zum ersten Mal gingen sie mit so einer schlagkräftigen Armee heraus und mit einer entsprechenden Ausrüstung. 12.000 Mann waren sie. 12.000 Mann nach einer Welle. Und als sie zum Feind kamen, sagte einer von den Leuten, die in Hunayn mitgekämpft haben, von den Sahaba, er sagte, liebe Geschwister, hört, er sagte, لَنْ نُغْلَبَ الْيَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ. An diesem Tag werden wir nicht verlieren aufgrund von zu wenig Leuten. Wir sind eine Gruppe, eine Jama'a, eine Armee. 12.000 Mann, der Feind
Sie waren 4000 Leute. Also, sie waren, welche Anzahl? Die dreifache Anzahl von den Muschrikun und von den Götzen. Also, haben sie sich selbst bewundert, einige unter den Sahaba, und haben gedacht, dass sie den Sieg erreichen werden aufgrund ihrer Anzahl. Was hat Allah gemacht? Er hat ihnen eine Lektion erteilt, die sie nie wieder vergessen haben. Er hat sie verlieren lassen. Und kaum kamen sie, das waren ein paar die Geschwister, so gab es die Gegner von den Muslimen, sie haben sich oben am Tal um sie geschart und mit Bögen auf sie geschossen. Und sie waren ausgeliefert. Und viele Sahaba sind weggegangen. Welche Sahaba? Das waren die, die in Fath Mekka, die gerade neu zum Islam konvertiert sind, sind abgehauen. Nicht natürlich die edelsten Sahaba, die waren Männer gewesen. Sie sind geblieben, aber trotzdem, Allah hat ihm was? Allah hat ihm eine Lehre erteilt. Allah Azzawajal hat ihm eine Lehre erteilt. Warum? Damit du dich nicht selbst bewunderst. وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِكَ. Und bitte gestattet mir hier ein Ausrufezeichen. Wallahi, auch das wollen wir korrigieren bei unseren Geschwistern, die wir vor Allah lieben. Manche Geschwister sagen ja, wäre doch Amerika an unserer Seite, würde Palästin gewinnen. Richtig oder falsch? Ich will euch hören, richtig oder falsch? Falsch! A'udhu billah! Wer ist derjenige, der über alles die Macht hat? Allah! وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِي إِلَّا مِنْ عِنْدِي اللَّهِ. Und der Sieg ist nur von Allah. Und ich möchte euch nur eine Schlacht als Beispiel geben, damit ihr versteht, was es bedeutet, dass der Sieg von Allah Azzawajal. Wir brauchen kein Amerika und kein Westen. Wir brauchen nichts von diesen Leuten. Wir brauchen nur Allah Azzawajal Subhanahu. Und Allah Azzawajal hat einmal eine Schlacht bestimmt. Das war die Schlacht von Mu'tah. Da haben 3000 Muslime gekämpft gegen 100.000 Götzendiener. Wie viel? 3000 Muslime? Mit Muslime meine ich Muslime. Nicht, sie sind vom Geschlecht her männlich, aber haben mit der Männlichkeit nichts zu tun. Ich rede von Männern. Möge Allah uns vergeben für unsere Weiblichkeit. Allahumma amin. Ich rede von Männern. Schaut mal, wir sind so weiblich geworden, wir trauen uns nicht mal zusammen. Palästina ist im Recht. Wallahi, du siehst Leute, die sagen, ja, khair, inshallah, ich will keine Probleme. Du hast schon dein Problem. Was ist das? Vor wem sollen wir uns verstecken? Wir verstecken uns vor niemandem. Wir sagen die Wahrheit. Frage, stehen wir auf der richtigen Seite? Ja. Alhamdulillah. Wir sehen doch, wer der Terrorist ist und wer die Opfer sind. Angeblich gibt es doch Menschenrechte. Richtig, für alle, außer für die Muslime. Das ist das, was wir sehen. Und die Reporter, die heute unter uns sind, können ruhig schreiben. Kein Problem, schreibt. Wer schreibt, der bleibt. Ja, ja. Also, ja, wie sie sich unter uns mischen und so tun, als ob sie Muslime sind. Aber so kennen wir die Feinde. Einmal melden, wer feige ist, bitte. Natürlich werden sie nicht. Auf jeden Fall. Schaut mal, die Geschichte. Damit wir lernen. 3000 Muslime gegen 100.000 Götzendiener. Und sie haben sie vernichtet. Sie haben den Kampf gewonnen. Warum? Und der Sieg ist nur von Allah. Das sollten wir lernen. Wir brauchen kein Amerika und kein Westen. Wir brauchen keinen Besten, aber wir brauchen die Beste. Wer sind die Besten? Das sind die Männer unter uns. Alhamdulillah. Und ich möchte euch eins sagen. Wenn wir uns zu unserer Religion zurückbesinnen und wirklich Männer werden, das heißt, wir präsentieren den Islam mit Stolz und wir gehen mit erhobenen Köpfen. Erhobenen Köpfen meine ich nicht, dass du hochmütig bist, Alhamdulillah. Erhobenen Köpfen für was? Für den Islam, dann gibt es eine Chance, dass uns Allah Azza wa Jalla hilft. Allah Azza wa Jalla sagt, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim. Allah wird niemals die Situation von einem Volk ändern, bis sie sich selbst ändern. Aber solange wir uns nicht selbst ändern, solange wir so bleiben, wie wir sind, schaut mal, und ich möchte hier wieder eine Klammer auf und Klammer zu machen, verzeiht mir. Wir sehen, Shalat, die sind auf den Demonstrationen.
Und du siehst, ich will nicht behaupten, dass er keine Izza, keine Ehre, kein Stolz für seine Brüder hat. Aber wir sollten eines lernen, liebe Geschwister. Wird Allah uns den Sieg geben, indem wir zwei, dreimal brüllen bei einer Demo und dann nach Hause gehen? Kriegen wir so den Sieg? Oder einer kommt und macht ein Rap über Palästina? Wer hat uns so etwas beigebracht? Und dann einige Schabak von uns, die sowieso nichts zu tun haben, der ist immer dabei, wenn es die Schlägerei gibt, der ist der Erste. Sagt, Alhamdulillah, heute wieder was los. Und dann geht er und macht damit. Und sie beschädigen Autos und beschädigen Häuser. Ja, eine Frage. Was hat Max Müller mit deiner Demonstration zu tun? Okay, dich beschäftigt diese Angelegenheit. Aber Max und Hans, interessiert das vielleicht nicht? Wie kannst du sein Auto kaputt machen? Wie kannst du sein Haus kaputt machen? Molotow-Cocktails, Erhofe-Billah, in die Häuser hereinwerfen. Wer hat euch so etwas beigebracht, liebe Geschwister? Wollen wir mit Haram den Sieg erlangen? Nach der Demonstration gehen viele in die Shisha-Bar. Ja. Am nächsten Tag betet der Fajr? Nein. Subhanallah, wenn in unserer Moschee so viele wären wie bei der Demo, ja? Allahumma barik. Allahumma barik. Und nur damit ihr versteht, liebe Geschwister, dass wir noch weit vom Islam entfernt sind. Verzeiht mir, Wallahi, verzeiht mir, ich möchte euch nicht kritisieren, aber diese Wörter müssen gesagt werden. Schaut mal, wie sehr sich die Herzen rühren und bewegen, wenn es um Palästina geht. Der Islam wird seit 20 Jahren durch den Kakao gezogen. Habt ihr auch so eine Menschenmenge gesehen für den Islam? Hä? Sagt es mir. Warum nicht? Ist Palästina im Gewicht höher als der Islam? Sagt es mir. Aber wie kann es sein, dass so viele Herzen bewegt werden und sie schreiben und verteilen und in sozialen Netzwerken und das und Ungerechtigkeit und klar. Aber wo war das alles bezüglich des Islams? Warum hast du da nicht so viel gepostet? Wir sind noch weit entfernt vom Islam, liebe Geschwister. Möge Allah uns verzeihen. Wallahi, wir sind noch weit entfernt vom Islam. Wir sind keine Leute, die Nationalität stolz haben. Sondern die Nationalität konntest du dir nicht aussuchen. Wohl aber die Religion, die konntest du aussuchen. Und dann unsere Schwester, Allahumma barik, die auch die sind immer dabei. Dabka, sie tanzt da bei der Demo. Ja, der Schwester, Achabai. Ja, und dann fangen sie an zu tanzen. So wollen wir Palästina. Eine kommt, verzeiht mir, ihre ganze Brust ist offen, aber sie hat eine Kette, Allah. Allahu Akbar! Was hast du mit Allah zu tun? Was hast du mit Allah zu tun? Wir müssen uns erstmal erziehen. Wallahi, wir haben mehr Jahiliya, als uns lieb ist. Und mit dieser Jahiliya, wir haben es doch gerade gesagt, Allah wird nicht die Situation von einem Volk ändern, bis sie sich selbst ändern. Ehe das nicht geschieht, wird Allah Azza wa Jalla, Subhanan, uns auch nicht den Sieg geben. Der nächste Punkt. Schaut mal, was die Prüfung bewirkt. Die Prüfung bewirkt, was wir gesagt haben, dass du, o Diener Allahs, verstehst, was die Stellung von der Dunya ist. Manche Leute, sie lieben die Dunya über alles. Sie lieben die Dunya über alles. Allah Azza wa Jal, er sagt uns, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Allah Azza wa Jal sagt, das Jenseits, die jenseitige Wohnstätte, das Paradies, ist wahrlich das eigentliche Leben. Nicht das hier ist dein Leben. Das hier ist für dich nur was? Ein Sprungbrett. Wohin? In das Jenseits. Mehr nicht. Und was dieses Leben in der Dunya anbelangt, schaut mal, wie schwer ertragen wir diese Nachrichten, was mit den Palästinensern und mit anderen passiert.
Das ist Unglück, das ist Leid, das ist Kummer, das ist Sorge. Wie viele von uns haben ihre Familien verloren, die sie so sehr geliebt haben? Das ist ein Prüfungsort und nicht das Paradies. Wann lernen wir das endlich? In diesem Prüfungsort gibt es keinen vollständigen Frieden. Und es gibt nicht ewige Glückseligkeit. Und in dieser Dunya gibt es auch nicht, dass Allah Azza wa Jal das Leid und den Kummer von dir wegnimmt. Nein. Schaut mal, was die Paradiesbewohner sagen, wenn sie das Paradies betreten. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ. Alhamdulillah, alles Lob gebührt Allah. Sagen sie, während sie das Paradies betreten, Alhamdulillah, alles Lob gebührt Allah, der die gesamten Sorgen und Kummer und Traurigkeit von uns genommen. Im Paradies gibt es das nicht. Im Paradies gibt es das nicht mehr. Die Gelehrten sagen über diese Eier, إِذْ لَا مَوْتَ فِي الْجَنَّةِ وَلَا فِرَاقَ وَلَا خَوْفَ وَلَا هَمَّ وَلَا قَرْبَ فَمِنْ أَيْنَ يَأْتِي الْحَزَنَ. Im Paradies, liebe Geschwister, gibt es keinen Tod mehr. Schaut mal, wie viele Leute nur daran denken, wenn ich sterbe, dann das. Und er fängt an, depressiv zu werden. Im Paradies gibt es keinen Tod mehr. Und es gibt niemanden, den du verlierst von deiner Familie. Und es gibt keine Angst und keine Sorge und kein Leid. Von wo soll die Traurigkeit kommen? Das ist das Paradies. Subhan al-Malik. Das ist das Paradies. Allah Azza wa Jal. Er hat Jibril alayhi salatu wassalam geschickt. Zu wem? Zu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Warum? Wegen seiner Frau Khadija. Khadija radiallahu anha, die Überlieferung ist bei Bukhari. Sie war sehr erschöpft und war sehr mitgenommen von ihrer Krankheit. Und sie lag in ihrem Todesbett. Allahu a'lam bina. Und das ist kein leichter Zustand, liebe Geschwister. Sie war sehr, sehr erschöpft. Ata Jibrilu alayhi salam ila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam faqala. Dann kam Jibril alayhi salatu wassalam zum Gesandten sallallahu alayhi wasallam und er sagte: Ja, Rasulallah, o Gesandter Allahs, hadhi Khadija, qad atatka wa ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw sharab. Das ist Khadija. Das ist Khadija. Und Khadija radiallahu anha, ihr wisst, welche Frau war das von Rasulullah? Das war die erste Frau. Er hat sie sehr, sehr geliebt. Sogar Aisha ist sehr eifersüchtig gewesen auf Khadija, obwohl sie schon tot war, Khadija war der Partner. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer von Khadija gesprochen hat. Und so ist sie eifersüchtig geworden, radiallahu anha. So sagte Jibril alayhi salatu wasallam, das ist Khadija, der mit einem Gericht mit Fleischzucker oder etwas zu essen oder zu trinken zu ihnen kommt. Und dann sagte er zu ihnen, wer Jibril alayhi salatu wasallam, فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلُ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ. Er sagte zu ihm, zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wenn Khadija dich erreicht oder wenn du sie erreichst, dann grüße sie von Allah. Allah hat dir einen Gruß geschickt. Dann grüße sie von Allah. Und in meinem Namen, sagt Jibril, und überbringe ihr die frohe Botschaft, dass sie im Paradies ein Palast bekommt, in dem es weder Lärm, noch Mühe, noch Anstrengung, noch Müdigkeit gibt. Sie wird ein erholtes Leben im Paradies haben. Diese Worte hat sie gehört, bevor sie diese Welt verlassen hat. Allah ist in der Lage, uns alles zu geben, was er möchte, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, du wirst dich nie nach dem Paradies sehnen. Das ist die Weisheit von Allah Azza wa Jal. Erst wenn du die Bitterkeit dieser Dunya mitbekommst. Schaut mal, wenn wir unsere Liebsten verlieren, begehren wir sie wiederzusehen? Ja oder nein? Wenn wir unseren Vater verlieren, unsere Mutter verlieren, begehren wir sie wiederzusehen? Werden wir sie in der Dunya wiedersehen? Nein. Wir können auch nicht zum Friedhof gehen und das Grab aufmachen und reingucken, sondern die Dunya ist vorbei. Aber welche Chance besteht, dass wir sie wo sehen? Im Akhirat, im Paradies. Möge Allah so schnell uns mit unseren Familien vereinen. Du hast hier in der Dunya vielleicht deine Frau verloren, die du sehr geliebt hast. Allah wird dich, wenn das deine letzte Frau, wieder mit ihr verheiraten in ein Jannah. Allahu Akbar. Das ist Allah, subhanahu.
Du hast hier dein Vermögen verloren in dieser Dunya. Allah wird dich zu den reichsten Menschen machen. Da wird sowieso nichts mehr mit irgendwann sein. Du bist einfach nur reich. Ob man von links oder von rechts die Sache angeht, du bist einfach nur reich. Allah gibt dir alles, Subhanallah. Aber manchmal musst du so geprüft werden, bis du sagst, dieses Leben, ich habe es satt, das ist kein Leben. Ich möchte das Leben in Al-Jannah. Bilal al-Habashi, als er dabei war zu sterben, sagte seine Frau zu ihm, sie sagte, du wirst sterben. Und dann fing sie an zu weinen. Und sie hat bitterlich geweint. Er sagte zu mir, morgen werde ich Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten im Paradies sehen. Allahu Akbar. Schaut mal, Subhanallah, was für sie gezählt hat. Was alles für diese Leute gezählt hat. Nur eine einzige Sache, dass sie im Paradies befreit werden von einem jeden Kummer, von einem jeden Leid. Diese Angelegenheiten gibt es nicht mehr. Und der letzte Punkt, den ich nenne, liebe Geschwister, die Prüfung ist eine Chance, um über unsere Fehler nachzudenken. Allahu Akbar. Was meint ihr da? Haben wir Fehler? Viele Fehler? Okay. Wer nennt mir eine Ayah, dass Allah bestätigt, dass wir aufgrund unserer Fehler bestraft werden? Wer nennt mir eine Ayah? Jetzt möchten wir sehen, wer sich mit dem Koran beschäftigt oder wer lieber auf Demonstration steigen will. Na, wer nennt mir eine Ayah, wo Allah bestätigt, dass wir aufgrund unserer Sünden zur Rechenschaft gezogen werden? إلا بما كسب أيدي الناس ويعفو أحسن اللهم بارك شاط مستيريات الزاد زي زاد وطارة يفعل ذلك سبحانه بسبب المعاصي والذنوب فتكون العقوبة معجلة كما قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير manchmal ist es so, dass Allah subhanahu wa ta'ala was macht? Er bestraft die Menschen für ihre Fehler. Für ihre Fehler bedeutet für ihre Sünde. Und sie sagen, فَالْغَالِبُ عَلَى الْإِنسَانِ أَتَقْسِيرُ عَلَى مُقِيَانِ بِالْوَاجِبِ Und das ist das meiste, was bei den Menschen vorkommt. Natürlich, wir wissen, für die Leute, die so gut wie nicht sündigen, und wenn sie sündigen, dann bereuen sie. Für sie sind diese Prüfung was? Ein Zeichen von Allah, dass er sie liebt. Aber andere Leute, die viel sündigen, Allah Azza wa Jal macht was bei ihnen? Allah Subhanahu wa Ta'ala erreinigt sie mit diesen Schicksalsschlägen, die auf diese Leute zukommen. Allah reinigt sie von ihren Sünden. Und auch in dieser Reinigung liegt eine Barmherzigkeit von Allah. Ansonsten würden die Sünden dich begleiten bis Yawm al-Qiyamah. Subhanallah, das sind die Worte Allahs. Frage, wer hat heute etwas Neues dazu gelernt? Alhamdulillah. Wenn einer uns heute sagt, Allah ist doch ungerecht, und das hörst du leider viel, 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 deswegen habe ich dir auch diesen Vortrag hier mit in eurer geehrten Anwesenheit gemacht. Sagen wir, Allah ist ungerecht? A'udzubillah. Allah weiß, was wir nicht wissen. Und Allah macht das Beste für uns. Auch wenn es in den Augen der Leute sehr hart aussieht. Richtig, das sieht hart aus. Aber Frage, wenn du jetzt wüsstest, dass du nach einer Prüfung, ganz gleich welche Prüfung, sofort in das Paradies hereinkommst, würdest du diese Prüfung ertragen wollen? Hä? Sofort, oder? Ohne mit der Wimper zu zucken. Derjenige, der dich sieht und sieht, wie du geprüft wirst, er weiß nicht, was du gerade in Aussicht gestellt bekommen hast, dass du sofort in das Paradies gehst. Deswegen versteht er gar nicht, wie du das alles aushältst. Möge Allah uns geduldig machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala allen Muslimen auf der ganzen Welt helfen. Möge Allah die Unterdrücker in dieser und in der nächsten Welt bestrafen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns niemals zu ungerechten Menschen machen, die jede Art von Menschlichkeit verlieren. Wa akhiru da'wana anil hamdi lillahi rabbil alameen. Allahumma salli wa sallam wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi euer